Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen, Alex? Ja, also ich habe vor 5 Jahren mit der Leichtathletik angefangen. Da war ich damals im paralympischen Jugendlager mit. Also da ist es einfach so, da bewerben sich oder kann man sich halt bewerben und dann können halt eine Auswahl an Jugendlichen mit zu den Paralympischen Spielen fahren und sich das angucken. Wenn wir von damals reden, was ist damals? Da, vor fünf, also 2016 war das in Rio, das Jugendlager, während der Spiele halt. Hm. Genau, da war ich dann halt mit und da habe ich mich im Deutschen Haus mit einem kleinwüchsigen Schwerwerfer, mit dem Matthias Mester, unterhalten. Und ja, da ging es halt dann darum, was ich halt noch so machen könnte, weil ich halt schon zu der Zeit halt wirklich relativ unglücklich mit dem Schwimmsport war. Und ja, dann hat er mir halt aufgezeigt, so Leichtathletik, dass ich da doch mal in die Richtung probieren sollte. Und hat mir den Matthias Schulze vorgestellt, das ist ein einarmiger Kugelstoßer. Also ist in derselben Startklasse wie ich. Und der ist halt gebürtiger Magdeburger. Der, zu der Zeit war er in Leipzig, jetzt ist er in Cottbus. Und ja, der hat mir dann halt den Kontakt zu Theresa Wagner organisiert. Das ging ja Kontakt zu Kontakt zu genau, Kontakt. Genau, genau. Und dann hat er gesagt, ja, schreibt die mal an. Und dann habe ich Theresa eine Nachricht geschrieben, einen Termin für ein Probetraining vereinbart. Ja, und seitdem bin ich hier. Das ist ja seit 5 Jahren jetzt. 5 Jahre, das heißt, du bist wirklich erst spät in die Leichtathletik gestoßen, wo andere schon, wenn ich hier im SCM gucke, mit 5, 6 Jahren anfangen. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also ich habe da sehr spät, mit 19 habe ich dann erst mit der Leichtathletik angefangen. Jetzt hast du aber auch das Schwimmen erwähnt. Wie lange hast du das vorher gemacht? Schwimmen habe ich angefangen mit 11. Auch beim SCM? Nee, das war beim VfB 1980 Magdeburg. Das ist eigentlich so ein Reha-Sportverein mit Sitz in Diesdorf, also Magdeburg, aber Stadtteil Diesdorf. Und die haben halt eine Paraschwimmgruppe gehabt. Und ja, also da war es so, da bin ich halt durch meine Orthopädin damals hingekommen, weil ich durch meine Einschränkung, sage ich jetzt mal, Probleme hatte, gerade zu laufen, beziehungsweise im Wachstum halt viel Rückenschmerzen hatte, weil mein linker Arm verhältnismäßig, mein rechter Oberarm auch verhältnismäßig kürzer war als der linke und das im Wachstum alles für Probleme, Schmerzen, Wirbelsäulenverkrümmung geführt hat. Und ich deswegen halt zum Reha-Schwimmen geschickt wurde. Und da kam dann irgendwann mal der Florian Giese auf mich zu und meinte dann, ja, das machst du gar nicht mal so schlecht. Lust, das mal öfter zu machen. Ja, schön. Dann bin ich dadurch an die Sportschule gekommen. Und die Einschränkung, über die du gerade gesprochen hast, ist sie angeboren? Ja, genau. Also ich bin so geboren. Da gibt es auch keine medizinische Begründung für. Ja. Mir fehlt einfach ein Stück vom linken Unterarm. Gäbe es dafür jetzt aber Prothesen, dass du auch eine richtige Ich habe eine Prothese fürs Krafttraining, die ich da nutze. Und jetzt baut mir gerade ein Sanitätshaus in Cottbus eine neue Prothese, eine verbesserte Variante davon, dass ich dann hoffentlich noch besser trainieren kann als aktuell. Welcher Superheld von Marvel hatte denn immer so eine Aufsteckarme, die er wechseln konnte? Mal mit Messer, mal mit Knarren dran. War das Marvel überhaupt, das Marvel-Universum oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Winter Soldier gab es. Ja, Winter Soldier, genau. Winter Soldier, der hatte auch so einen Robo-Arm. Ja, den fand ich, der hatte ich als Kind, immer so, oder kleineres Kind, so mit 14, 13, 15, habe ich immer so Comic-Hefte gesammelt. Oder eine Zeit lang Comic-Hefte gesammelt, das waren so 2, 3 Jahre, weiß ich nicht. Man hat ja in den Filmen immer Charaktere, mit denen genau, man sich auch genau, identifiziert. Genau, und den fand ich ziemlich cool. Ja, na klar. Ich fand auch bei Star Wars so Anakin Skywalker immer cool. Ich fand eigentlich alle, so als Kind, alle Figuren, die Robo-Arme hatten, fand ich immer cool. Weil also, bis ich 18 war, hatte ich auch eine elektrische Unterarmprothese, wo man die Finger auch so einzeln bewegen konnte. Deswegen fand ich solche Charaktere im Film immer ziemlich cool. Wie es halt so ist in der Jugend, ne? So, nochmal Richtung SCM Leichtathletik. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, also meine Ziele für die Zukunft. Da kann man ja ruhig erwähnen, dass du jetzt auch für den Bundeskader für Paraathleten nominiert wurdest, ne? Ja, also ich bin jetzt seit letztem Jahr bin ich im Bundeskader für Paraathleten und konnte jetzt weiter darin verweilen, sage ich mal. Und meine Ziele sind auf jeden Fall halt bei einer internationalen Meisterschaft teilzunehmen und halt mit Stolz das Deutschland-Trikot bei einem internationalen Wettkampf zu tragen. An welche Meisterschaft denkst du da? Es stehen ja jetzt einige an die nächsten Jahre wieder. Ja, also
Bei uns in der Paraleichtathletik ist es gerade mit wann welche Meisterschaft stattfindet ein bisschen schwierig, weil das noch nicht so genau feststeht, ob nächstes Jahr eine Europameisterschaft in Paris stattfinden kann oder nicht. Aber im Olympiajahr wäre die Weltmeisterschaft in Kobe in Japan. Ja. Also da muss man halt gucken, wie es jetzt diese Saison, also diese Wintersaison, nächste Saison läuft. Um dann zu gucken, wie realistisch halt auch die Chancen sind, daran teilzunehmen. Jetzt hast du aber Paris für nächstes Jahr erwähnt. Was ist denn mit Budapest nächstes Jahr? Das ist nur für olympische Leichtathletik. Okay, das muss man also wieder differenzieren. Genau, weil es sind unterschiedliche Verbände. Es ist halt einmal der DLV und der DBS. Und international gibt es da auch unterschiedliche Verbände. Deswegen gibt es da auch unterschiedliche Austragungsorte für Meisterschaften. Ganz schön verzwickt, wenn man das nicht so weiß und da nicht so drin steht. Ja? Zum Beispiel die letzte Europameisterschaft in der Paraleichtathletik, die war ja jetzt auch nicht wie bei der Olympischen Leichtathletik in München, die war in Polen. Ja, deswegen, da muss man dann differenzieren. Da gibt es unterschiedliche Austragungsorte. Wie zeitversetzt finden die Parameisterschaften von den anderen Meisterschaften statt? Ich glaube nicht, dass es da so eine Regel gibt. Also ich weiß halt bloß bei den Olympischen Spielen, das sind halt die Olympischen Spiele und dann im Anschluss halt sind die, ich glaube 2 Wochen ist dann da zwischen Pause und dann beginnen die Paralympischen Spiele. Da gibt's festgelegte Zeiträume, aber bei Europa- oder Weltmeisterschaften wäre ich mir jetzt nicht bewusst, dass es da festgelegte Zeiträume gibt. Also in der Leichtathletik zumindest nicht, im Triathlon und in anderen Parasportarten, da war es halt auch so, dass die Meisterschaften gleichzeitig sind. Aber da ist es halt auch teilweise ein internationaler Dachverband, der dann halt dafür zuständig ist und nicht so wie bei uns halt 2 verschiedene. Wo du hier zu SCM gekommen bist, wurdest du auch nochmal getestet, also mit Speer, Diskus und Kugel? Oder hast du gleich gesagt, das möchte ich, das ist meins, weil mir das empfohlen wurde auch? Also das Erste, was ich gesagt habe, laufen möchte ich nicht. Warum? Ich weiß nicht, das Ausdauersport hatte ich mit Schwimmen genug und ich wollte gern von diesem Ausdauerpunkt weg. Ich habe mit Theresa die ersten 1-2 Jahre, haben wir erstmal alles ausgetestet, querbeet. Aber es kam dann relativ schnell raus, dass ich für den Sprung und Sprint nicht so geeignet bin und wir uns eher auf den Wurf konzentrieren. Ja, und dann haben wir halt Diskus, Kugel und Speer gemacht. Speer war halt auch nicht so meine Disziplin. Kugel und Diskus, würde ich ja sagen, liegen mir am besten. Macht mir auch beides sehr viel Spaß. Problem war halt beim Diskuswerfen bloß, dass Diskus für meine Startklasse, das wäre halt die F46. Also im Parasport ist in die Startklassen unterteilt, F und T. T für Track, F für Field. Gibt es Diskus nicht international. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer deutschen Meisterschaft könnte ich Diskus werfen, das wäre kein Problem. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, übertrieben gesagt einen Europarekord werfen würde, würde mir das keinen Kaderstatus bringen. Ich könnte mich für keine internationalen Meisterschaften qualifizieren. Und das geht halt bei mir nur um Kugel oder Speer. Da haben wir uns für Kugel entschieden und Diskus mache ich halt zwischendurch einfach mal, um mal eine andere Bewegung, ein anderes Wurfgerät in der Hand zu haben, einfach mal so für den Spaß, sage ich mal, und fürs Bewegungsgefühl. Aber an sich Hauptdisziplin war dann relativ schnell die Kugel oder das Kugelstoßen. So, jetzt steckt in deinem Namen ja jetzt mal was ganz Freches von meiner Seite hier. Bart hinten drinne. Und du hast ja auch so einen schönen Bart dir wachsen lassen hier. Ja. Ist das auch so ein Markenzeichen von dir? Das gehört also, jetzt zu mir? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Das Markenzeichen nicht, nein, ich weiß nicht. Also ich habe mit einem Kumpel oder mit mehreren Kumpels machen wir das immer so. 1. November Schnurrbart rasieren. Und ja, das ist eher so eine Gag-Geschichte. Was heißt das am 1. November Schnurrbart? Also ihr wartet ein Jahr von November bis November und dann wird erst der Bart rasiert oder wie? Nein, also einfach nur im November rasiert man sich einen Schnurrbart und den trägt man dann den ganzen November. Also es hat... Also ursprünglich gab es doch irgendwas mit Bart zu tun, ihr habt ihr, das passt schon. Es gab ursprünglich irgendwann, so genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich glaube, aus Großbritannien kam das, Movember nennt sich das. Da gab es so eine Kampagne zum Thema Prostatakrebsvorsorge. Und dadurch hat sich das dann halt ergeben, oder damals
wurde das halt auch so groß zelebriert, sage ich mal. Und mein Kumpel und ich, wir fanden es einfach nur lustig, uns im November Schnurrbärte zu rasieren. Und deswegen laufen wir den November halt mit Schnurrbärten rum. Und ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus. Also. Und das passt, wie gesagt, zu deinem Namen? Es passt zu meinem Namen, ja. Weiß nicht. Ich finde, das sieht ganz lustig aus. Ich laufe gern so rum. Ich hoffe für dich, dass die Meisterschaft nächstes Jahr stattfindet, die du gerade haben wolltest. Ja. Dass du auch dich irgendwo präsentieren und zeigen kannst auf internationaler Ebene. Ach, das wäre schon cool. In diesem Sinne, man hat gehört, man kann auch später noch zur Leichtathletik kommen. Wer also Lust hat, einfach mal beim SCM melden. Dann danke ich für deine Zeit. Ja, gar kein Problem, sehr gerne.